Jetzt ist es endlich soweit, das große Highlight des Tages ist geschafft. Wir haben die Jungs von Plemplem Productions am Mikrofon und niemand Geringeres als der Chris selbst sitzt jetzt hier neben mir. Hallo Chris. Guten Tag. Guten Tag. Die Messe, die Con, das ist keine Messe, ist schon fast rum. Wie ist so dein erster Eindruck vom ersten Tag heute? Ich find's ganz okay. Hätte besser besucht werden können, aber so im Großen und Ganzen war es ganz gut. Ich meine, wer hat mehr Con-Erfahrung als hier? Soweit ich es mitbekommen habe, wart ihr jetzt ja vor kurzem auch in Wien gewesen auf der Con. Wie ist es so im Vergleich? Wie würdest du die so einordnen? Also ich habe ziemlich viele Cons jetzt in der letzten Zeit besucht. Und ich muss sagen, die sind eigentlich im Prinzip alle gleich. Also bis auf die Con in London, die London Super Comic Con, die ich als Gast besucht habe, die ist da komplett anders. Aber die hier in Deutschland und Österreich und so weiter, die unterscheiden sich kaum. Also die haben eigentlich das gleiche Konzept. Schauspieler, Merchandise und wenig Comic-Anteil. Ja, immer mehr Distanz vom eigentlichen Quellmedium, möchte ich mal sagen. Ist das nicht aber vielleicht auch eine super Gelegenheit für Leute, die dem Comic jetzt noch nicht so nahe sind und da eher einen Bezug über die Filme haben oder vielleicht auch über die Schauspieler, dann vielleicht doch mal einen Blick in Sachen zu riskieren, die sie noch nicht kennen? Ja, das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, für so Kleinverlage wie uns ist das natürlich die beste Möglichkeit, uns den Leuten zu präsentieren, die eigentlich nicht so affine Comicleser sind, sondern welche, die halt, sagen wir mal, dem Thema aufgeschlossen sind, wegen den Filmen und so weiter. Und die gehen dann mit einem ganz anderen Auge an unseren Comics dran. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Erlangen und so weiter nimmst, das sind dann schon wirklich die Hardcore-Fans, die haben schon 1000 Sachen gelesen, die gucken das mit einem ganz anderen Auge an und so weiter und haben auch eine ganz andere Erwartungshaltung, als jetzt wenn jetzt Leute zu uns auf den Cons herkommen und die finden das cool, die kaufen das auch. Und deswegen lohnen sich für uns die Comic-Cons eigentlich am meisten bisher. Ja, cool. Wer bei euch an Stand vorbeiläuft und sich mal euer Portfolio genauer anguckt und auch was ihr eben so im Programm habt, da sind natürlich viele Sachen dabei, die fallen ins Auge. Um namentlich jetzt mal den Shark Farmer rauszugreifen zum Beispiel, das könnte interessant sein. Sind das so Erfahrungen, die ihr auch macht, dass man eher mal bei einem Heft zugreift mit einem coolen Cover oder ist ja immer noch eine Distanz vorhanden? Das kommt immer drauf an. Also beim Shark Farmer wurde sehr gut angenommen. Also es ist halt natürlich auch so eine Sache, die ganzen High-Filme und so weiter, die es jetzt zurzeit gibt, die haben natürlich ihren Teil beigetragen. Also wer Sharknado kennt, der greift dann natürlich dann sofort zu und denkt sich, wow, ein Haibauer, Wahnsinn und so weiter. Da ist die Idee dahinter, die reicht schon, um dass der Kunde zugreift und dann auch schlussendlich kauft. Dann haben wir ja unter anderem, habe ich sehr verblüfft, aber positiv verblüfft mitgekriegt, dass ihr bei eurem nächsten Projekt, das ist der Trachtman, auch ein ganz besonderes Variant am Start haben werdet. Ist das richtig? Ja, das Variant hat niemand anderes als Comic-Legende Neil Adams gezeichnet. Ja, das ist sehr geil und ist irgendwie auch das offizielle Comic-Artwork von der Münchner Con, ist das richtig? Ja, richtig. Trachtman ist für die nächste German Comic Con in München das offizielle Artwork. Also auch mit offiziellen Variant-Cover und Special Edition und aber hast du nicht gesehen und so weiter. Kommt dann alles dann zur Münchner Con. Wir brauchen ja heute, glaube ich, gar nicht mehr inhaltlich groß auf das umfangreiche Material von Plemplem Productions eingehen. Das haben wir mehrfach schon getan, unter anderem auch bei dem Interview mit dem Thorsten, das wir vor kurzem geführt haben. Mich würden da jetzt mehr so zwei Punkte interessieren, die ich jetzt auch bei verschiedenen Verlagen heute hier schon mal angesprochen habe. Es ist die Tage ja, wenn du das mitbekommen hast, waren vor, ich glaube, 2 Wochen ungefähr so ein Marvel-Event. Und bei diesem internen Marvel-Event für Reseller, wo also dann eben, Comic-Verkäufer und Zwischenhändler eingeladen wurden, sind so ein paar Internas veröffentlicht worden. Unter anderem ging es um die Frage, in welchen Wertigkeit der eigentliche Zeichner eines Comics noch hat, im Vergleich zum Texter, also zum Schreiber. Und dass Käufer vor allem Texter, also autorenorientiert kaufen und entsprechend dann auch ihre Comics, einfach kaufen. Und der Zeichner nur so
zweitrangig wäre innerhalb der Marvel-Strukturen. Kannst du das nachvollziehen oder siehst du das auch eher skeptisch? Es ist schwierig. Ich meine, das amerikanische Publikum ist da sowieso sehr schwierig einzuschätzen. Also ich jetzt aus meiner deutschen Sicht finde eigentlich eher, dass der Zeichner mehr im Vordergrund ist als der Autor. Es sei denn, es ist wirklich so ein überragender Autor, so wie Grant Morrison und so weiter. Da gibt es ja Leute, die kaufen das blind, weil sie halt Fans sind. Und das gibt es natürlich auch bei Zeichnern und so weiter. Da kann da die Geschichte der größte Schrott sein, kaufen sie es trotzdem. Also ich sehe das halt ja, ein wenig anders. Also ich sehe da, der Zeichner hat genau eine gleiche Gewichtung als der Autor. Gerade bei euch als Indie-Verlag, die euch doch sehr auch über die, sage ich mal, Individualität und die speziellen Aspekte des Comics und des Inhalts auch da forcieren könnt, da ist das, spielt das bestimmt eine ganz entscheidende Rolle. Bei sowas wie Marvel oder DC würde ich vermuten, dass es einfach einen starren Kasten gibt an Erwartungshaltungen, die auch so ein Künstler zu erfüllen hat, wie eben so ein Batman oder ein Superman auszusehen hat. Und da vielleicht auch einfach ein anderer genommen werden kann, wenn er nicht mitspielt. Das ist bei euch ja anders. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen inhaltlich zumindest auf die Frage eingehen wollen, wie ihr an eure Künstler kommt. Wie ist denn das zum Beispiel bei der Anthologie, die ihr veröffentlicht? Das ist ja War Comics. Wie kommt ihr da an eure Künstler? Wie stellt ihr da Kontakte her? Ja, das kann dir eigentlich der Thorsten am besten beantworten. Ich kriege das immer nur so am Rande mit, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sucht er einfach das komplette Internet durch, mehrmals am Tag. Und wenn er was cool findet, dann fragt er denjenigen, ob er das abdrucken kann. Meistens sind es ja auch Sachen, die bereits irgendwo im Internet zu lesen sind, aber halt in einer anderen Sprache oder so. Und da fragt er halt diejenigen, ob er das abdrucken darf. Und meistens ist das auch der Fall und so weiter. Und es gibt auch welche, die sich bei uns bewerben. Und wir gucken uns das halt durch, ob das inhaltlich oder beziehungsweise ob das stilistisch reinpasst. Weil eigentlich passt alles in War rein. Also wir sind da eigentlich sehr offen für alles. Und ja, manchmal läuft es auch einfach über Kontakte und so weiter. Der kennt dann den und so weiter. Und dann fragt man halt den, ob der Bock hat, hier seine Geschichte vielleicht für Wort zu zeichnen und so weiter, in einer Mehrteile und so weiter. So wie der Andreas Butzbach, der Typ ohne Hose halt gerne veröffentlicht hätte, aber halt als Mehrteiler in War und so weiter. Das ist halt extra dann auch für War gemacht worden. Teilweise, glaube ich. Also wie gesagt, nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, so war die Story, so wie ich das mitbekommen habe. Wir haben Andreas Anfang März in Bensheim kennengelernt, Andreas Butzbach, und stehen mit ihm auch in Kontakt. Der wird demnächst auch ein schriftliches Interview für geekwhisper.de geben. Cooler Dude mit einem ganz tollen Zeichenstil auch, der leider sein Erstlingswerk, dessen Name mir gerade nicht ganz einfällt, leider nicht mehr hat. Irgendwas mit M, glaube ich. Aber aktuell ja, wie gesagt, in den War-Ausgaben vertreten ist. Ja, und dann habe ich ja gesehen, ihr habt auf jeden Fall, also neben dir als kreativen Kopf natürlich und dem Thorsten als kreativen Kopf mal abgesehen, noch eine dritte Person heute am Start. Wer ist denn das da neben dir? Das hier ist mein Kollege Marc, der schon seit, keine Ahnung, Marc, wie lange bist du schon bei uns? Viel zu lange. seit 2013, seit dem Comic Festival. Ja, richtig, ja, genau. Und Marc macht halt überwiegend, also ist zuerst zu uns gekommen mit seiner Superheld-Parodie, die Metahumans. Und später hat er dann sein Spin-off gezeichnet, was er sehr erfolgreich hier bei uns führt. Riot ist so quasi ein Anti-Held, der so im Stile von Deadpool, Punisher, Judge Dredd sich durch die Gegend ballert. Und ja, das ist so quasi, Marc ist so quasi unser fester Kern bisher mit Thorsten. Und ja, ich möchte ihn nicht mehr missen. Sehe ich da ein neues Superhelden-Universum auf uns zukommen? Ein Crossover mit dem Shark Farmer vielleicht oder Trachtman? Kann gut sein. Ich meine, beide Comics haben das Thema Bier als Kern in der Geschichte. Deswegen ausgeschlossen ist es nicht. Aber da kommt mehr auf euch zu. Das kann ich schon mal vorab sagen. Oh, erste brisante, exklusive Information beim Telestammtisch. Sehr gut, dankeschön. Ja, und dann habe ich noch gesehen, ihr habt auf jeden Fall heute auch von der vierten Ausgabe von Riot auch ein Variant am Start, ist das richtig? Ja, das stimmt. Also wir bringen ja zu jeder German Comic Con ein exklusives Variant mit, das limitiert ist. Und für Riot 4 haben wir uns halt das ausgedacht, und zwar mit dem Captain Berlin Zeichner Rainer Engel gefragt, ob er Bock hat, ein Cover zu machen. Und ja, hat er auch gemacht. Und Marc hat es dann im alten EC-Comic-Style koloriert und dann auch noch
auf alt getrimmt, sodass es halt wie so ein altes, zerflattetes Comic-Heft aussieht. Und das ist halt quasi unser Special dazu. Prima, ich habe der Reinheiße hier auch um die Ecke. Da schon mal vielen Dank für deine Zeit und für diejenigen, die immer noch nicht wissen sollten, wo man euch am besten findet. Wo findet man euch? Vielleicht auch live und vor allem im Internet. Live in Farbe, jetzt halt auf der GCC in Frankfurt. Ja, uns kann man eigentlich nicht übersehen. Dann als nächstes auf der German Comic Con in München, auf der Comic Con Germany in Stuttgart, in Berlin, auf der German Comic Con, auf der Vienna Comic Con in Wien. Dann in der Dortmunder German Comic Con. Also wir sind eigentlich wie der German Comic Con. Und im Internet auf www.facebook.com/planplanproductions. Ganz einfach. Und im Warshop, glaube ich, auch noch, ne? Eure Internetseite. Warshop.de. Ja, das ist unser Online-Shop. Genau. Warshop.de ist unser Online-Shop. Und wer auf unsere Webseite gucken will, kann einfach www.planplanproductions.com machen. .de. Komme ich jetzt auf com? Ja, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit und das nette Interview. Ciao. Ja, gerne. Mach's gut.